Der Fernkampfangriff durch den Waldläufer birgt so viel Kraft, dass er das erste Ziel durchschlägt und ein anderes dahinterstehendes Ziel trifft innerhalb eines Radius von 20 Grad und geringeren Schadens. Ja, das ist nicht mal schlecht. Stellen, das ist ein Tier. Skill. Weist den tierischen Gefährten des Waldläufers an, zu einem Ziel zu preschen und es niederzuwerfen. Mhm. Das ist gar nicht mal schlecht. Pfeilsinn. Ein Teil der Sehne des Instinkte des tierischen Gefährten wird auf den Waldläufer übertragen, was diesen besonders feinfühlig für gegnerische Fernkampfangriffe macht, die seine Abwehr zu Ziel haben. Mhm. Und Gefährte heilen halt. Stürmischer Flug oder Stellen? Ene, mene, mane, mo. Nehmen wir stürmischer Flug. Und geben Sagani jetzt auch mal eine gescheite Rüstung. Auch wenn sie jetzt gerade das Bleit Golan trägt. Würde ich ihr ja doch lieber gerne Lederrüstung geben. Was trägt hier Varias? Der trägt schon eine gute Lederrüstung. Und einen guten Speer. Hm. Ups. Dann kriegt der auf jeden Fall ein Schild. Hätten wir hier noch was Interessantes? Intellekt. Zauberverteidigungsbonus. Willen. Ja, ein schwacher Umhang des Schutzes erstmal. So. Trankmäßig. Das könnten wir ihm da geben. Verlegtes Bild wäre nicht schlecht. Eine Netzrolle. Oh, er hat nur, er hat kein ordentliches Wissen. Wie hoch ist denn? Achso, ich muss ich ihm erstmal steigern, würde ich sagen. Ja, sein Wissen ist nicht so der Hammer. So. Wildschlagbrand. Plus Schaden als Brand. Plus Schaden als Zersetzung. Plus Schaden als Frost. Und das ist fürs Gestaltwandeln. Aha. Ne, erstmal einen Waffenschwerpunkt. Und zwar. Da. Beil, Speer, Kampfstab, Jagdbogen, genau. So. Machen wir das Ganze mal so. Da kriegt er neue Zauber. Nächste Stufe. Wissen und Überleben. Ein Bonuszauber der ersten Stufe. So. Ein Punkt in der Athletik. Erstmal. Neue Zauber. Ein Punkt in Wissen und Athletik. Bonuszauber der zweiten Stufe. Hm. Waffe- und Schiffsstil. Nächste Stufe. 7 Punkte, dann 1 in Heimlichkeit, 1 in Überleben, weiter. So.
Das waren jetzt mal alle Level-Ups, die ich Hivarias geben konnte. Ja? I'm here. Irgendwie ist meine Ausdauer ziemlich klein bei mir auf dem Bildschirm. Also von meinem Charakter. Von den anderen ist es normal. So, dann müssen wir mal hier die Zusammenstellung festlegen. Hivarias nach hinten. Mittig, so. Ja. Gut. Sagani hat auch noch gar nichts. Ah. Schriftrolle des Hirschgeweihs, aber das wird keiner von den beiden benutzen können. Sagani hat, glaube ich, gar kein Wissen, oder? Ja, Wissen 0. Das ist dann unpraktisch. Das kann er auch nicht benutzen, weil er noch kein Wissen von 6 hat. Also ab mit den beiden. Jede Menge Schriftrollen. So. Irgendwie mal was verteilen, auch wenn wir fast nie was benutzen. Jetzt haben wir auf jeden Fall Geld, um unseren Burgausbau voranzutreiben. Ein Tag, eine Stunde, dann ist der westliche Wachturm fertig. A pleasant surprise traveling with you, Hiravius. Nice of you to say that. I was on the road alone for years, and I'm happy to have company for a change. My part of the country has a saying about Orleans. Face a skin, let him in. Face a hair, best beware. But you're more like a skin-faced Orlan. Are you fucking kidding me? Well, my tribe has a saying, head of brunette, they're all set. Head of blonde says everything wrong. Was that bad? I meant it as a compliment. Okay, die haben gerade interessante Diskussion gehabt, also Edea und Hivarias. Edea sagt, Hivarias, mit dir zu reisen war mir eine angenehme Überraschung. Hivarias, das ist nett von dir. Jahrelang bin ich allein auf Wanderschaft gewesen, da habe ich zur Abwechslung gern mal Gesellschaft. In meinem Teil des Landes gibt es eine Redensart über Orlaner. Das Gesicht glatt und weich kommt doch rein und zwar gleich. Hast du Haare im Gesicht? Herein lasse ich dich sicher nicht. Du siehst aber eher wie ein glattgesichtiger Orlaner aus. Und dann regt sich Hivarias auf. Was soll das denn für ein Scheiß sein? Ein Witz etwa? Naja, in meinem Stamm hieß es immer, der Kopf ist brünett, rein mit ihr ins Bett. Ist sie blond auf der Birn, hat sie selten viel Hirn.
War das so schlimm? Ich meinte das als Kompliment. Ja, und er macht sich über Ideas Haarfarbe lustig, weil der ja blond ist. So, bevor es aber erstmal nach Dürfurt geht. Lass mich mal kurz überlegen. Ich könnte nochmal in der Expeditionshalle nach der nächsten Quest nachfragen. Aber ich glaube, die werden mir nichts mehr geben, weil ich schon die Quest von den Schmelztiegelrittern habe. Admins Lager, ja. Wobei ich ja Ihnen schon gezeigt habe, dass ich es nicht so schlecht mit Ihnen meine. Menan blickt dir leicht zu. In seinem Blick bewegt sich weiter von Söhne zu Söhne, während er spricht. Was brauchst du sonst noch? Ich suche Arbeit. Er verschreckt die Arme. Für Lakaien der Schmelztiegelritter habe ich leider nichts. Leb wohl. Okay. Das heißt, seine Aufgabe in den Ruinen können wir nicht machen. Wir sehen eigentlich so unsere immer noch alles ziemlich normal, positiv. So, Alof, have you ever woken up to find your other half used your body during the night? I don't think I understand you. And I'm not sure I want to. Well, I've found that if I go to sleep hungry enough, I wake up covered in blood and delightfully full. Okay, das ist auch wieder eine tolle Diskussion. Also, Alof, bist du schon mal aufgewacht und hast bemerkt, dass deine andere Hälfte deinen Körper während der Nacht benutzt hat? Ich glaube nicht, dass ich dich verstehe. Außerdem bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das überhaupt will. Naja, ich habe herausgefunden, dass ich Blut überströmt und mit herrlich vollem Bauch aufwache, falls ich hungrig genug zum Bett gegangen bin. Okay. Ja, die da reden gerade über den Duck. Also gut, die Dutzenden mögen uns zwar noch ganz leicht. Die einzigen, bei denen ich nicht beliebt bin, ist das Haus Dominal. Was ich auch irgendwie verstehen kann, weil ich eine von ihren getötet habe. So, jetzt geht's aber erstmal an die Feuerbälle. Insgesamt bezahlter Lohn 50 KP, aber warum eigentlich? Ich habe einen einzigen Gefolgsmann. Gut, wir kommen an den Feuerfällen. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Junger Jungdrache, das ist eine tolle Übersetzung. Great. Oh. Your tail end. That's not very quiet. Oh, hier Varias klickt aufs Maul.
Ivarias kriegt arg aufs Maul. Oh, Dixie Anna!